Seit rund einem Jahr gibt es in Rheinach eine spezielle Anlaufstelle für Gewerbeimmobilien. Das Angebot von der Gemeinde und von KMU Rheinach wird sehr geschätzt und macht den Wirtschaftsstandort Rheinach noch attraktiver. Wieso braucht es die Anlaufstelle IAG Rheinach? Was ist der Sinn und Zweck? Rheinach soll auch in Zukunft attraktiver Wirtschaftsstandort sein. Und wir leben auch davon, dass wir nicht nur eine grosse Anzahl von Einwohnern haben, sondern eben auch eine grosse Anzahl von Arbeitsplätzen. Aber das können wir auch nur in der Zukunft beibehalten, wenn wir Angebote haben für Firmen, die nach Rheinach kommen wollen, oder auch Firmen, die in Rheinach sind, wenn sie zusätzlichen Raum suchen. Was macht die Anlaufstelle genau? Wir können immer wieder Anfragen über die Gemeinde, ja, hat es irgendwo neben Büroräumen oder Produktionsräumen, Lagerräumen? Und bis jetzt haben wir eigentlich nie Auskunft geben. Wir haben immer müssen darauf verweisen, dass es ja die bekannten Plattformen gibt, wo man das kann suchen kann. Aber es ist nicht unbedingt eine Antwort, die für einen attraktiven Wirtschaftsstandort eine gute Antwort ist. Und mit dieser Informations- und Anlaufstelle haben wir jetzt jemanden, der eben auch weiss, wo solche Leerstände sind, wo man etwas könnte bekommen. Umgekehrt aber auch ist es natürlich interessant für die Immobilienbesitzer hier, wenn sie leere Büro-, Produktions- oder Lagerräume haben, dass sie unter Umständen auch über die Informations- und Anlaufstelle jemanden finden, der die sucht. Wenn jemand etwas sucht, ist auch immer noch die Gemeinde immer eine Anlaufstelle. Oder? Und man denkt, ja, man kann ja mal bei der Gemeinde fragen, die weiss es vielleicht. Und wenn wir das nicht haben, dann ist das schon mal ein bisschen. Ja, für die, die anfragen, ist es schon ein bisschen speziell. Ja, in dem Fall interessieren sich die auch nicht darum, dass wir gerne auf Rheinach kommen würden. Und mit dem können wir doch zeigen, wo wir ein Interesse haben. Ihr kommt auf Rheinach mit eurer Firma und wir helfen euch dabei. Die Anlaufstelle ist kostenlos und im Angebot sind vor allem Flächen aus dem Gewerbegebiet gekommen. Die bisherigen Erfahrungen sind, dass eine grosse Nachfrage da ist, vor allem in der Produktion, spezifische Faktoren spielen dort eine Rolle, die die Leute suchen. Reine Bürogebäude werden auch gesucht, Büroflächen, aber wir haben sehr viel im Gastrobereich, wo angefragt wird, wo einfach eine spezielle Infrastruktur erfordert. Die Resonanz ist auch sehr positiv. Also viele sagen, es ist nie eine so eine Dienstleistung, die es gibt von einer Gemeinde in diesem Ausmaß. Und wir haben doch schon einige Paarungen können zusammenbringen, wo sie dann miteinander haben können schauen, ob es zu einem langfristigen Mietverhältnis kommt. Unser grosser Nutzen ist der persönliche Kontakt. Also das Wissen über die Eigentümer, über die Flächen und über die Details, die die Flächen mit sich bringen. Und noch ein Wort zu den aktuellen Zahlen. Wir haben etwa 14 bis 15 interessierte Firmen, die gerne nach Rheinach kommen möchten. Dort sind wir jetzt noch am Abklären, ob wir das auch anbieten können, was gesucht wird. Oft ist es auch in Basel-Stadt so, dass die Parkplatzsituation die Firmen veranlasst, nach einem neuen Standort zu suchen, wo mehr Platz ist für ihre Fuhrparks. Und dort haben wir auch wieder die Herausforderung, eigentlich entsprechend anzubieten. Die Gemeinde Rheinach bietet ab August 2022 Lehrstellen als Kauffrau oder Kaufmann EFZ und als Fachmann oder Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ. Detailausschreibungen finden sich auf der Webseite der Gemeinde. Als Kauffrau oder Kaufmann bekommt man einen breiten, vielseitigen Einblick in die KV-Lehre und bei der Arbeit als Fachperson Betriebsunterhalt geht es mehr um Handwerk und Technik und man sieht hinter die Kulissen von den Schulhäusern und vom Werkhof. Wie auch immer, eine Lehrstelle auf der Gemeinde bietet einen guten Einstieg in die Berufswelt mit tollen Perspektiven. Bewerbungen sind willkommen.